Okay, dann lass mal zum Fuchs gehen. Fuchsi? Oh, Fuchsi. Ganz schön ausgefuchst. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wyme. Und ja, beim letzten Mal sind wir schon mal in einen der beiden Türme reingegangen, aber ich hatte das Spiel das letzte Mal aus und man kann hier ja nicht selber speichern, sondern wirklich nur mit automatischen Speicherpunkten und scheinbar habe ich diesmal den anderen gewählt. Okay, dann machen wir halt den anderen zuerst. Alles klar. Eigentlich speichere ich ja immer gerne selber. Aber gut. Dann halt nicht. Spiel sagt nein. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich automatische Speichersysteme hasse? Ein kleiner Wermutstropfen auf dieses sonst so schöne Spiel. Zumindest wenn es wirklich nur rein automatisches Speichern ist. Aber gut, schauen wir mal, ob wir hier was reißen können. Es wird gar nicht so einfach, oder? Ach so. Okay, verstehe. Aber dann so ein Wackeldackel und dann können wir da hoch. Okay, die bleiben aber nur ganz kurz aktiv, hä? Ja, aber das ist ja. Und wie lange bleiben die aktiv? Ah, wartet mal. Ich habe hier doch gerade irgendwie beide erwischt. Aber hier pfeift er es wieder nur. Hä? Aber den erwische ich so nicht. Nee. Aber hier erwische ich zwei. Das heißt, hier könnte ich auch zwei erwischen. Nee. Weil das ist. Wie soll ich denn das machen? Ich bin doch viel zu langsam dafür. Da bin ich zu weit weg. Da auch. Ich müsste die irgendwie gleichzeitig erwischen, kann ich aber nicht machen. Aber der der Fuchs will, dass ich darüber gehe. Okay, dann lass mal zum Fuchs gehen. Fuchsi? Oh, Fuchsi. Ganz schön ausgefuchst. Okay. Ah, okay. Ich kann das Ding als Verstärker nutzen, sehe ich das richtig? Dadurch kann ich hier hochschreien und mir eine Tür öffnen. Ah, okay, und dann kann ich das da hinten als Verstärker nutzen und damit alle vor. Ah, jetzt ergibt alles einen Sinn. Cool, cooles Rätsel. Cooles Rätsel. Alles klar. Dann kann ich nämlich auch erst einfach hier rauf gehen und dann sollte alles passen. Hey! Danke sehr. Ich
würde ja eigentlich gerne hoch. Ich darf auch gerne hoch. Okay. Aber hier war lang niemand mehr, ne? Wenn die Treppen so kaputt sind. Was bringt es mir hier? Was gab es hier wohl für eine Zivilisation? Mit diesen komischen... Ja, irgendwas war hier. Irgendwer war ja vor uns schon mal hier. Irgendwelche Menschen. Irgendwer muss das ja alles erbaut haben. Aber warum? Was hat es mit dem Ganzen auf sich? Ich habe das Gefühl, bevor ich hier jetzt reinbrülle, dass ich mich hier hinten vielleicht... Oh, gerne noch umgucken könnte, aber das ist schon wieder kaputt gegangen. Ach, das ist... Ah, okay, okay. Nee, dann vergesst, was ich gesagt habe. Ja, das bringt ja nichts. Okay. Ja, nee. Macht Sinn. That's it, Le. So macht man das. Und wie soll ich jetzt da hochkommen, bitteschön? Okay. Also ein paar Rillen haben wir da ja, um hochzuklettern. Probieren wir es einfach mal aus. Schauen wir einfach mal, wo wir hinkommen. Und was uns das bringt, da hinzukommen. Ich bin gespannt. Nach hinten weg, bitte. Einmal da hoch. Aha, dachte ich mir doch. Hier kommt Prince of Persia Feeling auf. Ich sag's euch, Leute. Bei den Kletteraktionen hier kommt Prince of Persia Feeling auf. Ich feiere das. Ich feiere das enorm. Ja, der ist nicht schlecht am Staunen. Ich aber auch nicht. Okay, ich muss wahrscheinlich hier hoch. Kann ich hier hoch? Ja. Ah, okay. Der traut sich aber was, du. Also ich würde mich da nicht trauen, so hoch zu klettern. Muss ich schon ganz ehrlich sagen, ne? Nicht schlecht. Okay, und was passiert jetzt? Von Verstärker zu Verstärker. Ah! Okay. Aber wieso dann zwei Türme? Wollt den anderen dann nicht mehr, oder wie? Ach, jetzt kriegen wir noch eine Brücke, oder wie, für den Rückweg? Das ist ja freundlich. Danke, Sir. Ey, Füchsli. Füchsli will was von uns. Dann sollten wir Füchsli nicht warten lassen. Weil Füchsli ist nett. Füchsli. Machen wir es halt so. Hihihi. Ganz unprofessionell. Weil man es so eigentlich nicht machen soll, aber hey, wir leben noch. Und es hat gespeichert. Okay, wir haben hier also einen Baum geschaffen. Und Wasser. Aber ich will es trotzdem wissen, was auf der anderen Seite ist. Bevor ich da ins Wasser tauche. Ich vermute, wir sollen ins Wasser tauchen. Wir haben hier ja schon mal was angefangen an Rätsel. Haben es aber nicht beendet.
Genau. Da wirst du wohl abhauen. Danke. Lass mich rein. Danke sehr. So. Und jetzt war das so, dass wir die Kugel hier, glaube ich, genommen hatten. Mit X, genau. Da reingeworfen. Da kommt mir das fast vor wie bei Assassin's Creed wiederum. Ja, ich weiß, ich vergleiche dieses Spiel hier gerade irgendwie nonstop. Aber es erinnert nun mal an viele andere Spiele. Viele andere Spiele, die ich sehr gefeiert habe. Ja gut, wobei bei Assassin's Creed muss man nochmal differenzieren. Das war, bei Assassin's Creed war es ein Auf und Ab. Da war es wirklich ein Auf und Ab. Muss ich schon mal so sagen. Oh. Ich sag nicht, ich hab's kaputt. Ist das euer Ernst? Die lag drauf, nur weil ich die falsche Taste erwischt habe. Oh, bam. Ja gut, also nochmal. Nochmal das Ganze. Ja, wow, funktioniert halt nicht. Dann kann ich dich auch gleich kaputt machen. Meine Güte. Gib her das Ding. Dass man Kugeln einfach so zerschreien kann. Schon interessant, oder? So. Oh, wehe, du wärst da runtergefallen, du blöde Kugel. Also merke, nicht Y drücken. Y wie Gel oder was? Sondern X. Aber schön, wie die Schmetterlinge anzeigen, da interagierst du. Muss man ja auch mal so sagen. Es ist eine schöne Anzeige für hier interagierst du. Da ist auch wieder das Füchsli. Also wir können nicht ganz falsch sein. Wir hätten wahrscheinlich so oder so beide gebraucht, ne? Würde ich es mal stark vermuten. So, und hier haben wir jetzt ein ganz seltsames Rätsel. Wir können hier eine zweite Kugel holen. Die Frage ist, was bringt uns das? Wir können die hier reinlegen, dann geht das hier hoch. Wir können die von hier reinlegen, dann geht das runter. Okay. Okay, ich hab einen Plan. Bleibt hier ja liegen, solange ich nicht rumschreie wie ein Bekloppter. Dann nehmen wir die hier darüber. Und klettern hier hoch. So. Jetzt können wir die Kugel hier nehmen. Dahin bringen. Schmeiß hin das Ding. Und dann diese hier wieder darüber legen. So. Wir können ja hoch. Ich weiß jetzt noch nicht, was es uns bringt. Ja, deswegen haben wir extra diesen Kreis hier, damit die liegen bleibt. Hallo, nimm sie. Ich weiß noch nicht. Ach so, dass wir da rauf können. Okay. Und dann legen wir die unten wieder in die Mitte. Und schon haben wir das Rätsel gelöst. Um nur direkt zum nächsten Rätsel zu kommen. Versteht sich natürlich. Ist mir aber egal. Ich freue mich drüber. Ich freue mich drüber, Leute. Wisst ihr? Zack, einmal den Schlüssel neu stecken. Danke sehr. So. Aber ich komme jetzt nicht durch das Tor zurück. Okay. Das heißt, ich muss hier nach unten.
Okay. Ist zwar nicht der eleganteste Weg, aber okay, was soll's. So. Ah, jetzt haben wir das sogar an unserem schlüsselbundartigen Ding hier dran. Sehr cool. Dann haben wir schon mal eins von zwei. Und das zweite kriegt man dann vermutlich durch Tauchen. Würde ich mal stark vermuten wollen. Wir können das jetzt hier einsetzen. Da oben erwarten uns die beiden. Haben wir schon ein zweites? Nee, eben nicht. Wieso warten die uns zu zweit? Gut, aber ich würde sagen, für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Wyme. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.